So, Fire Protection. Das unterteilt sich einmal in Brandmeldung und Brandbekämpfung. Also Fire Detection, die Brandmeldung, haben wir in den Triebwerken, in der APU, in den Frachträumen und im Hauptfahrwerkschacht, die sogenannte Main Wheel Well, da wo das Hauptfahrwerk reinfährt, nicht im Bugfahrwerkschacht und in den Toilettenräumen. Da haben wir Fire Detection, Brandmeldung. Brandbekämpfung haben wir überall da, was ich gerade gesagt habe, aber nicht im Hauptfahrwerkschacht. In der Main Wheel Well, da wird zwar ein Brand gemeldet, aber wir haben da keine Feuerlöschmittel, um diesen Brand zu bekämpfen. Und da gibt es eine eigene QOH-Checkliste für, da wird das Fahrwerk halt ausgefahren, so schnell es geht, und nicht mehr eingefahren, in der Hoffnung, dass der Fahrtwind den Brand bekämpft. Es würde keinen Sinn machen, in diesen riesengroßen Raum des Hauptfahrwerkschachtes, das ist ein sehr großer Raum, der auch nicht hermetisch abgeschlossen ist. Ihr wisst ja, die 737 hat keine Fahrwerksklappen über den Rädern. Das heißt, da ist immer ein gewisser Luftaustausch. Und wenn es da brennt und ich würde da Halon reinspritzen, ein Löschmittel, würde das innerhalb von ein paar Sekunden sowieso verflogen sein. Das bringt nichts. Deswegen fährt man da einfach das Fahrwerk aus. Zusätzlich haben wir noch eine Überhitzungsmeldung an den Triebwerken. Wie wird das realisiert? Das macht man mit sogenannten Fire Detection Loops. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden. Eine Fire Detection Loop ist zum Beispiel hier dieses etwas verschwommene, dünne Teil, der dünne Draht, der hier durch das Triebwerk geleitet wird. In dem Fall läuft es hier an einem Zapfluftkanal entlang. Die werden überall da verlegt, diese Fire Detection Loops, wo man damit rechnen kann, dass es da vielleicht mal brennt. Na, rund um die Brennkammer, da wo die Bleed Air Ducts sind, in der Nähe der Turbinen, ne, wenn so eine Turbinenstufe sich mal zerlegt und dafür einen Brand sorgt, da haben wir überall Fire Detection Loops. Ne, das ist so ein ziemlich ausgeklügeltes System, womit man nicht nur sehen kann, dass irgendwo ein Brand ist, sondern man kann auch lokalisieren, wo das ist. Wir haben pro Triebwerk zwei Loops, Loop A und Loop B. Es gibt eine sogenannte Fehlererkennung, das sogenannte Fault Monitoring. Das heißt, diese Fire Detection Loops, die haben ein Selbsttestprogramm, können sich selbst durchmessen und auch erkennen, wenn mit denen irgendwas nicht in Ordnung ist und zeigen uns das dann auch an. Für den Overheat und für den Brand ist es die gleiche Loop. Ist die Temperatur, die da gemessen wird, bis zu einem gewissen Schwellenwert. Na, ab einem gewissen Schwellenwert bis zum Schwellenwert, dann ist es ein Overheat. Und wenn die Temperatur größer ist als der obere Schwellenwert vom Overheat, da sagt man, okay, das kann jetzt keine normale Überhitzung mehr sein. Da werden Flammen sein, da wird ein Feuer sein. Das Overheat, was passiert dann? Wir haben zwei Master Caution Lights. Meist Master Caution Lights sind hier am Glare Shield links und rechts vom Kapitän, vom Co-Pilot gehen die an. Zusätzlich geht der Overheat Detect System Annunciator an. Das ist der hier, der sagt: Pass mal auf, du hast ein Problem mit dem Overheat oder mit der Fire Detection. Da weiß man, oh, ich muss jetzt nach rechts unten gucken, ne, weil dieses Fire Panel, das ist bei der 737 hier unten rechts zwischen den Piloten vor den Thrust Levern. Zusätzlich geht das Engine Overheat Light an. Das ist bei diesem Fire Panel hier. Für das linke Triebwerk haben wir ein Overheat Light und für das rechte Triebwerk. Und das war es schon. Ne, mehr passiert da nicht. Da geht noch keine Glocke an, weil es nur eine Überhitzung ist. Da muss man eine gewisse Checkliste abarbeiten und hofft, dass es beim Overheat bleibt und nicht mehr wird. Sollte es mehr werden, dann haben wir ein Engine Fire. Das muss natürlich nicht immer einen Umweg nehmen über ein Overheat. Das kann auch sofort angehen. Dann geht die Fire Bell geht an, die Glocke. Wir haben zwei Master Caution Lights, wieder diesen Overheat Detect System Annunciator und zwei Master Fire Warning Lights gehen an. Ich zeige euch gleich, wo das ist, wie das ist. Der Engine Fire Warning Switch leuchtet auf und natürlich das Engine Overheat Light geht auch an, weil man den Schwellenwert ja zum Overheat auch dann überschritten hat. Hier schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Hier ist jetzt ein Brand im rechten Triebwerk.
Die Glocke geht an. Konntet ihr die hören? Ja, konnte man hören. Okay, super. Der Engine Fire Warning Switch von dem Zweiertriebwerk geht an. Das Overheat Light geht an. Wir haben ein Engine Fire Warning, die rote. Und die Master Caution leuchtet aus und natürlich der System Annunciator Overheat Detect. Das Allerwichtigste, in dem Fall, wenn die Glocke angeht, erstmal die Glocke ausmachen. Das kann man, indem man hier drauf drückt. Da steht ja auch Bell Cutout, ne? Oder ab Co-Pilotenseite, wenn man da drauf drückt. Oder wenn man hier, da sieht man nur das Bell, das ist auch ein Bell-Cutout-Switch unter dem APU-Fire-Warning-Switch. Wenn man den drückt, dann geht die Glocke auch aus, weil die ist extrem laut, die unterbindet wirklich jegliche andere Kommunikation im Cockpit. Deswegen, sobald klar ist, sobald man kapiert hat, jo, das ist ein Feuer, der Erste, der das schafft, der macht dann die Glocke aus und dann geht's weiter. Also Glocke aus, damit ist auch das rote Licht dann hier aus. Das Ende der Engine Fire Warning Switch bleibt dann allerdings rot erleuchtet. Ne? Und sobald klar ist, was los ist, kann man den Master Caution dann auch resetten. Und ihr seht ja, Engine Fire Number 2 und das Engine Overheat Light ist auch eingeschaltet. So sieht ein Triebwerksbrand aus. Jetzt wollen wir den natürlich löschen. Ne? Der Fire Warning Switch ist ja erleuchtet. Und jetzt geht es darum, diesen Brand zu löschen. Dafür haben wir zwei Fire Bottles, zwei Feuerlöschflaschen, nicht pro Triebwerk, sondern pro Flugzeug. Ja, wir haben zwar zwei Triebwerke, zwei Feuerlöschbottle, aber jeweils, die müssen sich die Triebwerke teilen. Ne? Also wir haben zwei Feuerlöschflaschen, eine linke, eine rechte. Hat nichts mit dem Triebwerk zu tun, die heißt einfach nur linke und rechte Flasche. Wir haben zwei Triebwerke. Und wir haben aber die Möglichkeit, jede Firebottle in jedes Triebwerk reinzuschießen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Brand lösche, wenn das linke Triebwerk brennt und ich schieße die linke Bottle da rein und es bleibt anders Feuer, nach einer gewissen Zeit habe ich dann die Möglichkeit, auch die rechte Flasche da reinzuschießen. Wie das funktioniert, gucken wir uns gleich kurz an. Wie wird das ausgelöst? Jede Firebottle hat zwei sogenannte Squibs. Das sind so kleine Pfeile, die dann mit einer kleinen Treibladung durch so einen Korken durchgetrieben werden und dann den Weg frei machen für das Löschmittel, für das Halon, damit das ins Triebwerk gelangen kann. So, ihr seht hier so eine Kreuzschaltung. Und jetzt haben wir mal den, und ja gut, Bottle Discharge, ne, da gibt es natürlich auch Drucksensoren an den Feuerlöschflaschen, dass man sehen kann, wann so eine Flasche tatsächlich abgeschossen ist oder durch einen Defekt von selber irgendwie abgeblasen hat. Ne, das kann auch mal passieren. Da geht dann das Bottle Discharge Light links oder rechts geht dann an. Die sind hier, da ist das rechte Bottle Discharge Light hier, das linke meine ich Left Bottle und Right Bottle Discharge. Und hier haben wir noch für die APU. Die APU hat eine eigene Löschflasche. Eine, nicht zwei. APU hat einen Löschbottle. Ja, wenn das am Boden passiert, Tim, dann lässt du den Flieger garantiert stehen, oder? Matthias, lass uns nicht so viel in die Tiefe gehen. Das geht jetzt nur um Knöpfchenkunde. Ne? Verfahren kommt viel später. So, jetzt haben wir den Fall, dass das linke Triebwerk brennt. Das heißt, jetzt könnte man ja die rechte oder die linke Flasche da reinschießen. Da sagt man laut Standard Operating Procedure, pass auf, wenn das linke Triebwerk brennt, dann schießt zuerst die linke Flasche rein. Wenn das rechte Triebwerk brennt, schießt zuerst erst die rechte Flasche rein. Dass man immer weiß, was man geschossen hat und was man noch zur Verfügung hat. Na, weil dieser Schalter, wenn man den nach links gedreht hat, der geht dann wieder in die Mitte zurück. Und dann müsste man dann erst auf die Bottle Discharge Lichter gucken, was man geschossen hat. Deswegen, das ist viel einfacher für alle zu sagen, links brennt, schießt erst die linke Flasche rein. Das heißt, dieser Engine Fire Warning Switch Nummer 1 wird nach links gedreht. Der gibt dann den Squib hier auf der linken Seite von der linken Bottle frei, sodass das Halon in das Triebwerk fließen kann, in die Triebwerksgondel. Wenn das nicht gereicht hat nach einer bestimmten Zeit, muss man die zweite Flasche hinterher schießen. Das heißt, dieser Engine Fire Warning Switch wird nach rechts gedreht und der gibt dann den Squib frei auf der rechten Bottle, der linke Squib, und der gibt dann den Weg frei für das Halon wieder in die linke Triebwerksgondel. Wenn das Feuer dann anbleibt, Pech gehabt. Ne? Wir haben nur die beiden Bottles und dann heißt es halt schnell landen. Von der Zertifizierung her muss ein Triebwerk eine halbe Stunde brennen dürfen, bevor irgendwelcher anderer struktureller Schaden entsteht. Ne? Das heißt, sobald das Feuer angeht, die Feuerwarnung, sollte man, wenn das Feuer nicht löschbar ist, innerhalb von einer halben Stunde landen.
Hier ist nochmal der Fall fürs rechte Triebwerk. Ne, wenn das rechte Triebwerk brennt, da sagt die SOP, rechts brennt, also rechts zuerst schießen. Ich drehe den Engine Fire Switch auf einem Triebwerk Nummer 2 auf die rechte Seite. Das heißt, der Squib von der rechten Bottle wird freigegeben, gibt das Halon in die Triebwerksgondel. Wenn das nicht gereicht hat, gebe ich nach einer Wartezeit direkt dann die linke Flasche hinterher. Der Engine Fire Switch 2 wird nach links gedreht. Der Squib von der linken Firebottle, der rechte Squib, gibt den Weg frei vom Halon in die Triebwerksgondel. Ne? Und auch da, wenn beide Bottles leer sind, dann viel Glück, wenn das Feuer nicht ausgehen sollte. Häufig, nach einem, wenn man so eine Engine Fire Warning hat, ist meistens bringt es was schon, das Gas rauszuziehen und das Triebwerk abzustellen. Ne, das Standardverfahren, wo wir dann später mal drauf kommen, das ist quasi erst ein Shutdown von dem Triebwerk und dann wird gelöscht. Normalerweise bringt der Shutdown schon was, weil dann kommt ja kein neuer Sprit nach, das Triebwerk geht aus, keine Hydraulik wird mehr nachgeführt, dann geht das Licht normalerweise schon aus. Solange ein Engine Fire Warning Switch wirklich rot erleuchtet ist, solange muss man davon ausgehen, dass es brennt. Erst wenn das ausgeht, wenn das Licht erlöscht hier, dann ist das Feuer quasi aus oder halt die Temperatur so weit gesunken, dass man nicht mehr von einem Feuer spricht. Das Halon wird wirklich nur in die Triebwerksgondel gepumpt, nicht ins Triebwerk an sich. Das Triebwerk von innen kann man nicht löschen, da hast du Pech, da kann man nur da wird dann halt nur das Halon in die Triebwerksgondel reingeleitet. Na, da ist natürlich im Flug auch ein gewisser Luftdurchsatz durch. Deswegen muss man immer ein bisschen warten, bevor man die zweite Bottle hinterher schießt. Na, wenn man die direkt hintereinander schießen würde, dann hätte man hier eine Wirkung von 10 Sekunden und dann wäre da kein Halon mehr drin, hätte man nichts gewonnen. Deswegen immer erst eine schießen, genau nach Checkliste abarbeiten. Da steht ein gewisser Zeitwert drin, den man warten muss und dann wird die zweite Bottle dann hinterher geschossen. Das Löschen vom APU funktioniert genauso. Allerdings gibt es nur eine Firebottle für die APU. Ich kann den APU Firewarning Switch trotzdem nach links und rechts drehen. Ne, da kann man sich aussuchen, wo man den jetzt hindreht, weil ich habe nur diese eine Flasche. Ne? Das ist völlig egal. Dann einfach den Hebel ziehen und nach links oder nach rechts drehen. Und da wartet man dann auf das APU Bottle Discharge Light, dass man weiß, dass das abgefeuert wurde. Tim? Ja. Die Firebottles, sind die links und rechts in den Wing Leading Edges drin oder sind die alle zusammen bei der 7.3? Was? Die sind in der Main Wheel, im Hauptfahrwerkschacht. Ah, alle beide da, okay. Klar. Ja. Die APU ist natürlich auch am Boden häufiger an und auch dann, wenn im Cockpit gerade keiner da ist, deswegen muss es auch möglich sein, die APU von draußen zu löschen. Na, deswegen haben wir auch im Hauptfahrwerkschacht eine Löschstation für die APU, ne, falls die Feuer fängt. Da ist hier links von diesem Kontrollpanel ist so eine Sirene angebracht, die fängt dann an zu tuten. Dann wird dieser Hebel hier runtergezogen und Bottle Discharge links oder rechts ausgelöst und dann wird dann die APU gelöscht. Ne, und solange das rote Licht hier an ist, solange muss man davon ausgehen, dass die APU noch brennt. Ne, das ist die APU Fire Protectors, das Fire Panel in einem Hauptfahrwerkschacht. Die Fire Warning Switches, über die wir gerade gesprochen haben, die sind normalerweise sind die blockiert. Ich mache mal eben kurz die Triebwerke an. Oder ne, warte mal, das geht schneller, wenn wir das so machen. So, die sind normalerweise blockiert, dass man nicht aus Versehen daran ziehen kann, ne? Weil da werden dann teilweise Aktionen ausgelöscht, die nicht reversibel sind. Wenn man so einen Fire Switch zieht, da sollte man sich schon sicher sein, dass man dieses Triebwerk nicht mehr braucht. Deswegen sind die, wenn die nicht erleuchtet sind, sind die gelockt mit so einem Mechanismus. Wenn der rot erleuchtet ist, dann zieht dieser Hebel hier diesen Hebel normalerweise automatisch nach unten, ne? Damit dass der Fire Warning Switch hier freigegeben ist. Hier ist er blockiert, hier ist er freigegeben. Und falls diese Automatik mal nicht funktioniert, haben wir hier noch zusätzlich einen kleinen Knopf, mit dem wir diesen Sperrhebel nach unten drücken können, dass wir den Fire Warning Switch ziehen können, auch wenn er nicht rot aufleuchtet. Ich zeige euch das mal kurz. Der Flieger müsste jetzt da sein. Ja, wunderbar. Die Triebwerke laufen.
Und wenn ich jetzt hier den Engine Fire Switch auf dem Triebwerk Nummer 1 rausziehen möchte, kann ich das versuchen. Es geht aber nicht, weil der blockiert ist, weil er ist nicht rot erleuchtet. Erst wenn wir hier einen Triebwerksbrand haben, dann löst dieser Sperrmechanismus aus und ich kann den Hebel nach oben ziehen. Ich mache das mal kurz. Machen wir uns mal hier ein Engine Fire. Engine Number One Fire. Zack. Execute. So, die Glocke ist an. Ganz wichtig, die zuerst auszumachen. Na, hier in der Mitte haben wir den Bell Cutout Switch oder die Fire Warning Switches auch. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann kommt der nach oben und bleibt auch oben. Da muss ich den Override hier nicht drücken. Ne? Damit habe ich das Triebwerk jetzt schon gekillt. Na, normalerweise würden wir natürlich den Engine Start Lever erst auf Cutoff legen, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Und dadurch, dass er erleuchtet ist und gezogen, kann ich jetzt löschen. Das heißt, wenn ich jetzt nach links drehe, dann fängt jetzt die linke Feuerlöschflasche an, sich zu entleeren in das Triebwerk. Dann würde jetzt die Stoppuhr drücken und warten, was passiert, ob dieses Licht jetzt ausgeht. Ja, es dauert ein paar Sekunden. Und dann müsste hier gleich das Left Bottle Discharge Light müsste angehen. Na, der Fire Switch ist ausgegangen, das heißt, ich habe jetzt mit dieser einen Flasche jetzt den Triebwerksbrand schon gelöscht. Left Bottle Discharge, das heißt jetzt komplett abgeblasen. Und damit wäre das Verfahren jetzt schon soweit durch. Wenn dieser Switch nicht erleuchtet ist, wie jetzt hier der Zweier Switch, der ist nicht erleuchtet, den kann ich jetzt nicht rausziehen. Wenn ich ihn aber trotzdem rausziehen möchte, dann muss ich erst den Override drücken. Und kann ihn jetzt rausziehen. Ja, dafür ist der Override da, um den Engine Fire Warning Switch rausziehen zu können, auch wenn er gerade blockiert ist. So, das war der Override. Wenn er... Nanu? Was ist jetzt los? Wenn der Engine Fire Warning Switch gezogen ist, dann werden diese Squibs an den Fire Bottles scharf geschaltet. Nur dann, wenn der gezogen ist, kann ich die auch schießen, die Flaschen. Wenn ich den Bottle nicht, wenn ich das nicht rausziehe, kann ich daran drehen, wie ich lustig bin. Es wird keine Flasche abgeschossen. Sobald der gezogen ist, kann ich drehen, um zu löschen. Folgende Dinger sind irrevisibel, das heißt, ich kann es nicht rückgängig machen. Das Treibstoffabsperrventil fährt zu, das Fuel Shutoff Valve, das heißt, das Triebwerk geht tatsächlich aus und wird auch nicht mehr angehen. Da ist es dann hier, sind das die blauen Lichter, die Fuel Shutoff Valves. Das Hydraulikabsperrventil fährt zu, damit keine Hydraulikflüssigkeit mehr in das Triebwerk gelangt, weil auch Hydraulikflüssigkeit ist hochbrennbar und würde bei einem Brand eher kontraproduktiv sein, wenn ich da jetzt noch Hydrauliköl mit dazu schütte. Die Zapfluftabsperrventile fahren zu, das heißt Engine Bleed Air Valves closed, um dem Triebwerk kein Zapfluft mehr abzunehmen, weil das wäre ziemlich blöd, wenn ich da aus einem brennenden Triebwerk dann den Qualm in die Kabine reinpumpe. Die gehen dann halt auch automatisch zu. Die Schubumkehr, Thrust Reverser auf der betroffenen Seite werden deaktiviert. Na klar, wenn das Triebwerk brennt oder aus ist, da habe ich auch von der Schubumkehr nichts. Deswegen kann ich zwar nach der Landung den Thrust Reverser aufziehen, aber er wird nicht aufgehen, weil dieses Control Valve blockiert ist. Der Generator wird abgeschaltet, das Generator Control Relay und Breaker trippt sozusagen, damit der Generator dann auch einmal den Strom nicht liefert. Und der Generator lässt sich mechanisch von dem Getriebe trennen. Das geschieht dann auch und das ist nicht reversibel. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann muss ich damit leben für den Rest des Fluges. Ja gut, das Hydraulikwarnlicht in der Engine Driven Pump wird deaktiviert. Das ist hier das Hydraulikpanel. Und wenn mir jetzt das Triebwerk ausfällt, Engine Number One, und ich schalte es aus, dann wird dieses Licht hier deaktiviert. Das würde ja nur stören. Klar, wenn das Triebwerk 1 defekt ist, dann ist klar, dass die Engine Driven Pump keinen Druck mehr liefert. Deswegen wird dieses Licht deaktiviert. Ihr seht, es macht wirklich Sinn, sich zu überlegen, welchen Engine Fire
Switch man zieht und welches Triebwerk man abschaltet. Wenn man aus Versehen das falsche Triebwerk abschaltet, aus Stress oder aus Dummheit, dann ist das eher blöd, weil dann ist und bleibt das Flugzeug ein Segelflugzeug, weil ich kriege diese ganzen Absperrventile, indem ich diesen Engine Fire Switch reindrücke, nicht mehr auf. Das geht nur nach der Landung am Boden durch die Technik. Ja, die haben wir schon besprochen, die Engine Fire Warning Switches, ne, dass man halt den Override hat, um die zu ziehen, falls sie nicht erleuchtet sind oder falls die Automatik versagt. Main Wheel Well Fire haben wir gesagt, da gibt es zwar eine Brandmeldeanlage, aber keine Löschanlage. Und in der Hauptfeuerwerkschacht unter den 8 Millionen Hydraulikleitungen, die drüber verlegt sind, seht ihr, ist hier auch eine Fire Loop im Hauptfeuerwerkschacht über den Rädern, um einen Brand dort dann auch anzuzeigen. Nochmal zur Anzeige am Fire Protection. Ja? Die Fire Loop, was ist das? Ist das ein Temperatursensor oder was ist das eigentlich hier? Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Das sind diese, die Loops. Da wird quasi einfach ausgedrückt Temperatur gemessen, ja. Also es sind Temperatursensoren, die in Loop, Fire Loop. Genau, ja. Da sind halt zwei Kabel nebeneinander. Da wird dann die Konduktivität wird halt gemessen und verglichen. Da gibt es auch so Zwischenstationen, die dann Abnahmen haben, was da für ein Gesamtwiderstand auf der Strecke ist. Und so kann man dann auch genau sagen, wo in dieser Loop dann das Feuer ist. Ja, alles verstanden, alles gut. Jo, alles klar. Die Anzeigen am Fire Protection Panel gucken wir uns nochmal kurz an. Hier gibt es einen Schalter. Pass auf, das machen wir im richtigen Flieger. Ah ne, da sind die Triebwerke aus. Hey. Da haben wir einen Test-Switch. Wenn ich nach links lege, dann werden diese Fire Loops getestet. Das heißt, die Detector-Lights gehen an. Quasi eine Anzeige, als ob eine Loop ausgefallen wäre. Und wenn der Test durch ist, wenn man den Switch wieder in die Mitte legt, den Test-Switch, dann ist es wichtig, dass diese Lampen auch wieder ausgehen. Das bedeutet, jo, die Loops sind alle okay. Auf der rechten Seite haben wir den Fire Warning Test. Da ist es wichtig zu prüfen, dass dieser Bell Cutout Switch funktioniert. Da muss man gucken, dass auf der Kapitänsseite der Bell Cutout funktioniert. Und natürlich auch auf der Co-Pilotenseite Bell Cutout. Da wird jedes Mal der Test wieder kurz neu ausgelöst, dass die Glocke wieder angeht. Und dann wird hier auf der rechten Bell Cutout geprüft. Das ist ganz wichtig, dass mit allen drei Schaltern die Glocke ausgemacht werden kann. Beim Test sind natürlich dann alle Engine Fire Warning Switches erleuchtet und von der APU. Das Wheel Well Warning Light geht auch an, ja, das rote. Ne, das ist, wenn im Hauptfahrwerkschacht, wenn es da brennt, dann geht auch die Glocke an und nur dieses rote Licht geht an. Was haben wir noch? Wir können die Bottles testen, die Squibs. Hier gibt es die linke, rechte und die APU-Bottle in den zwei Stellungen Squib 1 und Squib 2. Ne, da sehen wir, dass wenn das grün wird, dass das alles okay ist. Wir haben hier die Möglichkeit auszuwählen, welche Detection Loops genutzt werden. Wir haben ja im linken Triebwerk A und B und rechten Triebwerk A und B, also zwei Loops. Die stehen normalerweise in der Mitte auf Normal, dass beide Loops aktiv sind. Und wenn eine Loop mal defekt ist, dann hat man die Möglichkeit, hier auf die gesunde Loop umzustellen, auf A oder auf B. Was haben wir hier sonst noch? Mal kurz gucken. Engine Overheat hatten wir schon. Fault bedeutet, dass es einen Fehler gibt mit der Loop, und zwar mit zwei Loops. Wenn nur eine Loop defekt ist, dann bekomme ich diesen Fault nur on Recall. Wenn ich dann Master Caution Recall mache, erst dann bekomme ich den angezeigt, weil durch Redundanz ist das erstmal alles safe. Übrigens, wenn beide Loops funktionieren, muss die Fire Warning auch von beiden Loops gemessen worden sein. Das reicht nicht aus, wenn eine Loop dann eine hohe Temperatur misst. Für eine Fire Warning muss die zweite Loop auch eine hohe Temperatur messen. Ne, das ist ganz gut, dass man da keine Fehlanzeigen hat. Wenn das Licht angeht, dann ist der Detektor in der APU hinten, da ist natürlich auch eine Fire Loop, ist dann kaputt. Das bedeutet, dass die Feuerlöschflasche für die APU abgeblasen hat. Und hier haben wir die beiden Discharge für links und rechts für die normalen Engine
Fire Bottles, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist eigentlich alles, was wir zu den Lichtern hier am Fire Protection Panel sagen können. Nur wenn einer von den dreien hier rot erleuchtet ist, dann ist das wirklich eine Fire Warning. Und wenn dann die rote Lampe ausgeht, kann man davon ausgehen, dass das Feuer auch aus ist. Ja, Volllight haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Wenn der Detector Switch auf Normal steht, sind beide Loops ausgefallen. Und wenn der Detector Switch auf A oder B steht, das heißt, wenn eine Loop sowieso schon kaputt ist, dann ist die gewählte Loop ausgefallen. Na, durch diese Schaltung hat man noch die Möglichkeit, dann rauszufinden, wenn man dieses Volllight bekommt, rauszufinden, welche Loop tatsächlich defekt ist. Ja, Master Caution Light wird dadurch erstmal nicht ausgelöst, wegen der Redundanz. So, der Frachtraum oder die Frachträume, wir haben ja zwei, ne, vorne und hinten, da haben wir auch ein Feuer, ein Brandmelde- und ein Brandbekämpfungssystem. Auch hier haben wir zwei Flaschen. Das sind andere Flaschen als die von den Triebwerken, ne? Da ist auch Halon drin, aber die haben mit den Triebwerken nichts zu tun. Von den Lampenanzeigen hier haben wir auch hier, wenn wir hier auf Test drücken, dann gehen diese ganzen Lampen an und wenn das grün ist, bedeutet das, dass die Squibs, also diese Auslöse-Dorne in den zwei Bottles, dass die okay sind. Hier haben wir die Auswahl der Detektor-Loops. Auch wie bei den Triebwerken haben wir zwei Loops pro Frachtraum. Hier ist der vordere Frachtraum und der Teil vom Panel bezieht sich auf den Aft, auf den hinteren Frachtraum. Ähnlich wie bei den Triebwerken zwei Loops. Gibt es auch eine Stellung A, Normal und B, stehen natürlich normalerweise in der Mitte. Wenn hier ein rotes Licht leuchtet, dann ist das eine Feuerwarnung. Eine Feuerwarnung in dem betroffenen Frachtraum. Detector Fault, selbsterklärend. Na, hier ist der Auslöser, wenn man dann wirklich auslösen möchte. Die Brandlöschanlage, da muss man hier so einen kleinen Guard zum Plastikcover hochheben, drückt auf Discharge, wartet eine ganze Zeit, bis dann Discharge aufleuchtet. Ja, genau, wir gucken uns das jetzt gleich nochmal an. Und Detector Fault ist auch selbsterklärend. Wenn einer von diesen Detektors hier bei diesem Test einen Fehler hat, oder wenn in einer Loop hier, wenn in einem Frachtraum beide ausfallen, dann geht das Detector Fault Light an. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie das läuft. Hier ist jetzt gerade ausgelöst ein Brand im hinteren Frachtraum. Auch da geht die Feuerglocke an, die man natürlich so schnell wie möglich ausmacht. So, dann drückt man hier, wo es brennt, um die Flasche zu armen und drückt dann auf Discharge. Und jetzt werden die Augen ganz groß, weil gefühlt passiert jetzt gar nichts. Merkt euch bitte, wenn ihr beim Cargo Fire auf den Discharge drückt, dann passiert auch erstmal nichts. Das dauert bestimmt eine halbe Minute, 40 Sekunden, bis die erste Flasche abgeblasen hat. Dann geht das Discharge-Licht an. Die erste Flasche, die schießt sehr schnell. Jetzt ist die erste Flasche drin im hinteren Frachtraum. Und ein paar Minuten später, nachdem die erste Flasche discharged hat, sich abgelöscht hat, dann kommt die zweite Flasche nochmal hinterher, und zwar dann Low Rate. Ne, die schießt dann nicht mit voller Kanone, sondern mit so einem Constant Flow, relativ easy going, fängt die dann ab, moduliert abzublasen und ihr Halon dann hier jetzt in dem Fall in den hinteren Frachtraum zu leiten. Ne? Der erste Stoß ist dafür da, um wirklich das aufgefachende Feuer erstmal zu löschen. Und die zweite Flasche, die ein paar Minuten später hinterherkommt, die soll dann wieder Aufflammen verhindern und dafür sorgen, dass es dann nicht wieder anfängt zu brennen. Wenn das Thema einmal durch ist, wenn beide Flaschen discharged haben, dann kann man nur hoffen, dass das nicht wieder anfängt zu brennen. Aber gerade bei brennenden Frachtraum wird man natürlich sofort landen, ne, weil man nicht einschätzen kann, wie schlimm das ist. Ne, das ist das Cargo Fire Warning Panel hier. Wir haben auch Löschmittel und Detection in den WC-Räumen, und zwar hinter der Klappe, wo die Papierservietten, die Papierhandtücher reingeschmissen werden. Da ist praktischerweise ein Halon-Feuerlöscher eingebaut, der hier an den Stopfen vorne so eine Schmelzsicherung hat, ne, und an einer bestimmten Temperatur schmilzt da der Pfropfen und gibt dann den Weg für das Halon frei, damit der Papierkorb, der hier ist, dann wirklich gelöscht wird. Im Nachhinein kann man immer noch gucken, wie heiß das geworden ist. Hier ist so ein Aufkleber,
wo die Punkte sich halt schwarz verfärben, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wurde. Na, wenn wir jetzt einen Brand hatten mit 200, was weiß ich, 230 Grad Fahrenheit, dann sind diese drei Punkte hier schwarz. So kann man halt im Nachhinein noch sehen, ob die Flasche hier, wie heiß das hier geworden ist. Als Zusammenfassung für die Fire Protection, wir haben zwei Fire Detection Loops in jedem Triebwerk, A und B. Wir haben zwei Fire Bottles für die Triebwerke, die sind individuell schießbar. Ne? Das heißt, wir können beide Bottles ins linke und ins Triebwerk, ins rechte Triebwerk reinfeuern. Von der SOP, wenn das links brennt, dann schießen wir die linke Flasche zuerst. Sollte das rechte Triebwerk brennen, dann schießen wir bitte die rechte Bottle zuerst, weil der Engine Fire Warning Switch, wenn man den nach rechts bewegt oder nach links bewegt und lässt den los, dann geht der wieder in die Mitte. Dann ist besser, dass man halt sich an so eine SOP da hält. Wir haben eine Fire Bottle für die APU und zwei Fire Bottles für die Frachträume. Die erste Flasche, die schießt schnell ab, die lässt so schnell wie möglich das Halon frei in den betroffenen Frachtraum. Und die zweite Flasche, ab nach einer bestimmten Wartezeit, ich glaube 3 oder 4 Minuten sind das, die wird dann langsam hinterhergeblasen. Das dauert dann gut 15 bis 20 Minuten, bis die zweite Flasche sich dann entleert hat. Und nach 15, 20 Minuten bei einem Brand im Frachtraum, da sollte man dann auch schon lange eigentlich am Boden sein. Und die Feuerwehr vor Ort, die guckt, was da jetzt gerade wirklich los ist in dem Frachtraum. Im Hauptfahrwerkschacht haben wir nur eine Brandmeldung, aber keine Löschmittel. Ne? Das Löschmittel ist da unser Fahrtwind. Ich zeige euch das mal kurz im QRH in der Checkliste. Da geht es um Fire Protection offensichtlich. Und da gucken wir jetzt auf Wheel Well Fire. Und da haben wir die Non-Normal Checkliste, die uns halt sagt, ja, wir haben einen Brand im Main Wheel Well. Wir machen Speed 270 oder Punkt 82 Mach Maximum. Und das ist halt die maximale Geschwindigkeit, mit der man das Fahrwerk rausfahren darf. Und dann steht der Landing Gear Lever Down. This attempts to remove and extinguish the fire source. Damit will man halt versuchen, das Feuer auszupusten. Und zweitens natürlich so schnell wie möglich auf dem nächst verfügbaren und geeigneten Flughafen landen. Das ist die Brandbekämpfung beim Main Wheel Well Fire, ist diese Checkliste. Limitations vom Airplane Flight Manual haben wir keine. Das heißt, Fire Protection, muss natürlich gucken, was in der MEL steht, wenn mal was kaputt ist. Aber es gibt so keine AFM Limitations bei den Fire Protection Systemen. Beste Menschen, habt ihr dazu Fragen? Ja, ich hätte eine Frage. Ja, klar. Tim, kannst du das auf deinem Simulator so ein Feuer, so einen Brand simulieren? Habe ich gerade gemacht, ja. Alles klar, ja. Danke. Hast du nicht zugeguckt? Doch, ich habe schon zugeguckt, aber. Meinst du nochmal, oder was? Ja. Ja, können wir machen.